Dieses Video wird unterstützt vom Ministerium der Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlave. Der Ridley Scott hat am Zug geschlagen und zwar mit Gladiator 2. Ein von meinen absoluten Lieblingsfilmen aus Gladiator 1. Und möchte den zweiten Deli überhaupt da sehen? Und was hat der Ridley Scott als dann noch abgedischt? Zunächst einmal ein großes Merci an Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Und wir kriegen noch 2 Tickets für die Kinder zu gewinnen. Und dazu muss er einfach zum Schluss von der Episode eine Frage beantworten. Und vielleicht seht ihr dann schon mit dabei. Gladiator 2. Lang war das ganz dann der Mach. Lang hast du getüftelt gehen. Und Ridley Scott hat quasi just drauf gewartet, das richtige Drehbuch zu kriegen. Angeblich hat es nicht dann loh endlich krit. Endlich hat es nicht präsentiert krit. Und es geht ganz einfach um den Hanno, dem sein Staat, dem sein Heimisch, geht eben vom römischen Empire angeholt und geht da festgeholt und zu den Gladiatoren geschickt. Lo muss hin sich da befreien, he muss sich rauskämpfen, sein Freiheit erkämpfen durch Gladiatorenkampf und ja, jeder, den ihr im nächsten Deal gesehen habt, dem dürft das einigermaßen bekannt vorkommen, die ganze Geschichte, weil wir kriegen hier auch irgendwie nicht viel mehr geboren, wie das, was wir auch schon am ersten Deal geboren haben. Kommen wir vielleicht mal auf die positiven Aspekte zu schwätzen. Es sind ganz negativ an den Film rangegangen. Ich war wirklich ganz negativ angestellt an Sinn, aber trotz dass meine Erwartung war wirklich niedrig, sind ich aber ein bisschen überrascht gehen, weil ich gedacht habe, ja, war aber nicht so schlecht. Ich gesehen nachher mal nicht die Böse Hand und wir warten mal aus Gladiator einen zweiten Deal gebraucht und weil den zweiten Deal fängt immer da an, dass ihr euch seht, dass das, was der Maximus da erreicht wird, sein Tod, sein Märtyrer-Tod quasi, nicht brüht wird. Das seht der Film erst direkt am Anfang an einer Texttafel und das geht mir tatsächlich ziemlich weh, weil ich den ersten Deal extrem gern hole. Und wenn ihr dann gesagt, dass das eigentlich nichts mehr zu bedeuten hat, dass das, was den ersten Deal geschafft hat, keine Bedeutung mehr hat, dann geht das schon ziemlich weh. Trotzdem kriegen wir das, was den ersten Gladiator gut hinkriegt hat, das kriegt auch nur den zweiten gut hin. Also wir kriegen saugeile Inszenierungen, vor allem wenn die Schlachten kriegen wir richtig, richtig coole Sachen geboren. Da, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass die Kolosseumskämpfe ein bisschen zu so einem Spektakel oder so einem Blockbuster-Spektakel gingen verkommen, da sind ich etwas besseren belegt, die sie wirklich richtig gut inszeniert haben. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und die Story, wie gesagt, so hat am ersten Deal funktioniert, dann funktioniert auch nur am zweiten Deal. Es gibt noch ein bisschen ein Geheimnis um dem Hanno, sein Vergangenheit, seine richtige Identität gemacht. Ich werde den ganzen Film Marketingabteilung hat, aber das schon ein bisschen am Vielfalt Obdecke gelos und du weißt, wenn ihr das schon kennt, dann seht ihr, wieso geht da so Geheimnis draus gemacht? Wir wissen doch schon alle gut, wen hin aus. Schauspielerisch ist das Ganze doch ziemlich solide. Du gehst es gibt eigentlich nicht ganz viel zu meckern, bis darüber, dass eigentlich alles, was wir hier gesehen haben, alles ein bisschen mehr schwach ist wie am ersten Deal. Also, Paul Mescal, den hält hier quasi die Rolle vom Russell Crowe und Russell Crowe hat das damals mit wesentlich mehr Feinfühl gemacht. Den hat viel mehr über den kommuniziert, also den hat nicht immer mehr so schwarze für können, Emotionen zu transportieren. Und das bleibt hier leider ein bisschen, fällt das ganz ein bisschen Hannen im Wäsch. Pedro Pascal hat eigentlich auch eine solide Leistung durch vollbracht. Leider gibt nicht ganz viel mit seiner Rolle gemacht. Irgendwie verliert die auch irgendwann ein bisschen an Bedeutung leider. Und dann haben wir die 2 Imperatoren, also wir haben ja nur 2 Cäsaren hier aktuell. Die sind halt einfach base. Die sind super base. Die bringen alles mit, was ein Antagonist mitzubringen hat. Und leider auch hier gibt nicht genug draußen gemacht. Also für alle guten die Leute, die den ersten Deal nicht so an Erinnerung haben, vielleicht auch nicht so feiern wie ich, die können beim zweiten Deal dann vielleicht noch Spaß haben, weil das alles ein bisschen modernisiert gehen ist. Aber alles das, was den ersten Deal auf Feingefühl mitgebracht hat, verliert den zweiten Deal leider ein bisschen. Für alle macht Musik, also nämlich vom Hans Zimmer, an das mir den wirklich krass. Also den Hans Zimmer hat den Film heute ein richtiges Level an die Lut gehoben. Also das hat eigentlich wirklich etwas changiert. Und es schwirft bei mir eben immer die Gedanken, wieso wurde den zweiten Film gebraucht. Und das ist ein bisschen schwer, weil Ridley Scott als aktueller Regisseur, den ich wirklich, dem sind Filme ich absolut nicht mehr gut fand. Und trotzdem ist er auch ein Regisseur, den matt
mein absolut Lieblingsfilmer gemacht hat. Darin fallen Alien oder Blade Runner oder eben auch den echten Gladiator, die ich absolut grandios fand. Und es ist schon ein bisschen gefehlt beim Ridley Scott, dass was dem mehr Budget kriegt, was dem sein Filmer mir schlecht geht. Den hört aktuell so viel, also die moderne Weise für Filme zu machen, gibt quasi keine Grenzen. Alles, was technisch irgendwie möglich ist, kann ihn ja drauf zugreifen. Und es ist schon gefehlt, sein Limitierungen an der Zeit, hört ihn dann mehr mit emotionalen Momenten abgefüllt oder mehr mit Feingefühl abgefüllt und hat mehr, einfach mehr draus gemacht. Viel mehr geht dazu zu nutzen und hat einfach mehr als seine Filme gemacht. Und lo hat dann so richtig, lo kann er so richtig strafhaften, er kann alles super krass inszenieren und das muss ich in dem Film zu gut halten. Der sieht wirklich an der Schlacht bombastisch aus, obwohl CGI auch halt Platz weiß. Kann ihn auch ein bisschen meckern, aber trotzdem ist das ganz wirklich kameratechnisch super angefangen. Also vom bombastischen Bilder anfangen kann der Mann ganz einfach. Aber irgendwie hat ein Talent verloren, Emotionen zu transportieren. Wenn ich an den ersten Gladiator denke, dann laufen mir Tränen back in den Hof, weil ich das so grandios fand. Und hier lässt mich die Story einfach kahl. Der Score noch einmal. Wenn der Score vom ersten Gladiator von Hans Zimmer aufhängt, dann merke ich es schon innerlich kache, weil ich denke, boah, wie krass das einfach ist. Ich schätze, also es klingt lo schlimmer, wie ich den Film lo effektiv fand. Und ich Napoleon viel, viel schlimmer fand. Und Gladiator ist ein Film, den absolut Spaß macht. Den aber, wenn er den ersten Teil so großartig fand, hat man einen Pferdebeigeschmack zurücklässt. Allein stund für sich, wenn er die Story eigentlich noch nicht kennt aus dem ersten, da guck dir stehen zu 100% hin. Du machst da nichts falsch. Für in allem eng rollst du ganz, ganz krass raus und das ist ein Denzel Washington. Den hier wirklich, fand ich, ein Parade holen möchte. Also den ist wirklich grandiose Charakter mit vielen Facetten, mit dublem Boden und den wirklich alles aus der Rolle raushält und das wirklich super aussehen soll. Also in Denzel Washington, all 10 mit dem habe ich genossen und absolut gefeiert. Die römischen Intrigen, das war alles ganz cool. Aber wie gesagt, alles ein bisschen mit der Hand bremst. Ne? Also ich denke, dem Ridley Scott fehlt aktuell ein und der Seite, den zu ihm seht, hey, kann ich vielleicht auch nicht das machen. Ne? Auch sein Schnitt als Platz war ein bisschen komisch. Der Ridley Scott ist gerade irgendwie so Künstler, den wahrscheinlich meint, dass er alles richtig macht und verleiert sein großartiges Talent immer mehr, komischerweise. Das ist komisch. Also wenn den ein richtig krass Drehbuch dahinter getestet kriegt, dann bringt der vielleicht ein etwas Gutes, aber lo bis dato lässt das ganz einfach zu wünschen übrig. Aber Gladiator 2 nach immer ein Lichtblick an den letzten Filmen, die man so von einem Kriton, in allem, wenn wir um Alien Covenant dann so denken, an Napoleon, ist wirklich absolut katastrophal von. Ich will eine Warnung da gleichzeitig ausschwätzen für alle guten Day, die den ersten genauso gern haben wie ich, aber gleichzeitig aber auch eine Guckempfehlung für alle guten Day, die den ersten vielleicht noch nie gesehen haben, und aber ob so römisch Blockbuster-Spektakel Spaß haben, die können sich das natürlich auch angucken. Für die 2 Tickets zu gewinnen, muss man mal ganz einfach so, was ihren Lieblings-Ridley Scott-Film aus. Erzählt mir das gerne in den Kommentaren, erzählt mir auch ganz gerne in den Kommentaren, wie ihr dann Gladiator 2 gefallen hat. Und an dem Sinn verabschiede ich mich dann und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Gladiator 2. Ciao!